schöne Rechte jetzt von Gogic. Hat hier ganz gut angefangen in dieser Runde. So langsam mal sicher scheinen auch die Kräfte bei diesem gewaltigen Körper von Salif zu finden. Gogic nutzt das sehr gut aus. Oi, schwere Rechte. Gute Aktion, zwei, dreimal durchgekommen von Goran Gogic. Ja, immer wenn er die Führungshand einsetzt, nach vorne geht und die Rechte nachzieht, da ist er zu langsam. Aber er ist nach wie vor sehr vorsichtig. Hochklassigen Fall zu sprechen, wäre ja wahrlich übertrieben. Beide arbeiten Boxen. Und die Arbeitskraft von Salif lässt langsam nach. Gogic hat das zu Beginn dieser Runde ein paar Mal ganz gut ausgenutzt. Aber auch er verlässt sich ja eher auf Einzelaktionen, denn auf Kombinationsboxen. Ringfrei, Runde 6. Round 6. Drei Runden noch in diesem Schwergewichtskampf zwischen Sisse Salif und Goran Gogic. SMS-Gewinnspiel. In welcher Stadt sitzt der Profi-Boxstall Arena Box Promotion? Antwort A, Hamburg. Antwort B, München. Wenn Sie es wissen, dann senden Sie eine SMS mit Kennwort Boxen A oder Boxen B an die Kurzwahlnummer 87654. Kann man sich gut merken, 87654. Hauptpreis, einmal zwei VIP-Karten für die nächste Arena Veranstaltung. Dann gibt es auch noch Boxhandschuhe, Kapuz, Sweater und T-Shirt zu gewinnen. Einsendeschluss, ganz bemerkenswert, nicht heute, sondern erst am 10.07. Goran Gogic kommt aus Kroatien. Nach wie vor der bekannteste, berühmteste Schwergewichter aus diesem Land, Seko Mavrovic. War lange Europameister. Dann kam es zum WM-Kampf gegen Lennox Lewis, den er 1998 verlor. Gleichzeitig der letzte Kampf seiner Karriere. Eine Viruserkrankung setzte ihn lange Zeit außer Gefecht. Aber mittlerweile geht es ihm wieder gut. Beschäftigt sich seitdem ganz, ganz stark mit mikrobiotischer Ernährung. Ja.
Schöne Rechte zum Kopf. Da müsste halt öfters kommen, solche Aktionen. Sonst hier doch viel Gewürge, viel Geschiebe. Ja, eine Mahnung von Ringrichter Frank Michael Maas. Aber alles in allem hier da wirklich kein Kampf, in dem es große Nicklichkeiten gab bislang. Und bei Sissi Salif, da merkt man das. So, die letzten Körnchen fehlen jetzt. Schöne Aktion. Zwei, dreimal schön zum Kopf durchgekommen von Goran Gogic. Das macht sie natürlich gut auf den Punktezetteln. Und nach Punkten dürfte er hier in Front liegen. Nochmal der Ellbogen dabei bei Salif. Aber wenn die rechten Schwinger so weit vorbeigehen, dann weiß man, der Akku wird leer. Letzten 10 Sekunden. Schön nochmal die linke zum Kopf von Salif. Wieder eine Runde für Goran Gogic. Und dann schießt du zurück. Schwamm. Okay? Dann du hier so. Komm. Ja, ich stehe. Mach weiter. Abmerken. Oh, los. So richtig aussprechen. Was will ich? Schön zurück. Und lass deine Netze nicht so tief gehen und niemals deine lange Hand draußen stehen lassen. Schwamm. Rückfall zur siebten Runde. Round 7.